tausend Dank, dass ich nochmal stehen darf. Ihr macht mich fertig. Ja, so sehr es mich freut, hier zu stehen, der letzte Text des Abends trägt den Titel Zur falschen Zeit am falschen Ort. Oder auch selber schuld. Langeweile. Und Tristesse. Ja, so lautet die Devise. Weder Sinn noch Interesse, denn dir fehlt eine Perspektive. Doch im kurzen Intervall zwischen Leben und Vergehen, Geburt, dann Tod und dann Verfall, möchtest du noch was erleben. Also säufst du dich zu, nimmst dein Herz in die Hand und gehst zum BVB. Als S04-Sympathisant. Und dann stellst du dich mehr blau als weiß auf die gelbe Tribüne und pöbelst Kühne mit den schwarz-gelben Hühnen. Ey, ihr Hummeln! Ihr seid hässlich und fett. Selbst meine Oma könnte euch tunnen. Und wer besser im Bett? Und selbst so ein lahmarschiger Rentner fickt mir doch besser als euer Krabbenkicker. Sag, wie kann man so eine Scheiße eigentlich freiwillig sehen? Und dann noch behaupten, auf Fußball zu stehen. Eure Mütter, Frauen und Töchter. Lassen Sie dich noch sagen. Ehe sie dich gemeinsam ins Krankenhaus schlagen. Ja, das Urteil über dich, es ist vernichtend. Denn auf Menschen wie dich wird hier gern verzichtet. Weder Sympathie noch Empathie. Toleranz gleich null. Warum bist du auch hergekommen? Bist ja selber schuld. Doch im kurzen Intervall zwischen Leben und Vergehen, Geburt, dann Tod und dann Verfall, möchtest du noch was erleben. Erst isst du Linsen, später Bohnen, dann Zwiebeln, um den Darm zu reizen. Und zu diesem Feuertopf trinkst du ein Altbier und ein Weizen. Prompt ein Gluckern der Gedärme. Der Dünndarm dreht den Gashahn auf und produziert mit mächtig Wärme stinkendes Methan zuhauf. Und während sich die Gaslawine langsam immer weiter staut, suchst du nicht die WC-Kabine, sondern eine Sauna auf. Und bei 90 Grad, auf engstem Raum, da machst du es ganz subtil. Man sieht es nicht, man hört es kaum und schon bist du am Ziel. Nun ziehen brutalste Fäulnisgase mitten durch die Wellness-Oase. Und du sitzt mittendrin, lachst laut vor dich hin, ohne schlechtes Gewissen. Dabei riecht es wie frisch in die Tropen geschissen. Das Urteil über dich, es ist vernichtend. Denn auf Menschen wie dich wird hier gern verzichtet. Weder Sympathie noch Empathie, Toleranz gleich null. Warum bist du auch hergekommen? Bist ja selber schuld. Doch im kurzen Intervall zwischen Leben und Vergehen, Geburt, dann Tod und dann Verfall, möchtest du einfach nur leben. Hunger, Dürre, Aids und Kriege, hinter dir verbrannte Erde, durch Warlords und Milizen Siege eine Faust als Drogenwerte. Dort, wo nun Leichendüfte wehen, da war einst deine Heimat mal und du hast Angst, du willst nicht gehen, doch letztlich hast du keine Wahl. Und jetzt sitzt du da in diesem Boot, die Zukunft ungewiss. Mit 100 anderen bist du dort, wo Grabplatz für 30 ist. Die Sonne sticht, das Salz ist piekst, du darfst dich nicht bewegen und als es endlich Wasser gibt, dann musst du dich übergeben. Herr, die Schlepper sagen, sie seien Retter und du nahmst sie beim Wort. Doch zu viele bleiben jetzt auf der Strecke und werden über Bord entsorgt. Todesangst und Traumata vereinen deine Scham mit der du in den Wellen treibst am Kap vor Gibraltar und eines Nachts, da schicken sie euch fort. Den Rest müsst ihr jetzt schwimmen! Sie zeigen euch einen fernen Ort und dann zwingen sie euch zu springen. Schwimmen konntest du noch nie, das sagte dein Verstand, doch dieses eine Mal hast du Glück im Leben und die Wellen treiben dich an Land. Und am Morgen finden dich Touristen und äußern nur Beschwerden, es sind halt keine Humanisten und schon nahen die Behörden. Und jetzt sitzt du da, in diesem Lager, die Zukunft ungewiss. Mit 1000 anderen bist du dort, wo gerade mal Platz für 100 ist. Du kriegst dir Kleidung und auch Essen, denn offiziell sollst du nicht leiden, doch alles andere wäre vermessen. Wie, du willst hier bleiben? Auf dass das Feuer in der Hölle gefriere, du reißt dir doch nicht ein ohne amtliche Papiere. Vielleicht bist du Christ. Aber leider kein Tourist und kein IT-Spezialist. Und das ist der Grund, warum du überflüssig bist. Wir sind zu viele in Europa. Wir meinst doch nur gut. Du
hättest dich eh nicht integriert. Dein Rückflug ist gebucht. Ja, das Urteil über dich, es ist vernichtend. Denn auf Menschen wie dich wird hier gern verzichtet. Weder Sympathie noch Empathie, Toleranz gleich null. Warum bist du auch hergekommen? Danke, Osnabrück.